Hallo, herzlich willkommen zur Pilates-Einheit. Ich bin Ute und ich freue mich, dass du eingeklickt hast und hier mit dabei bist. Ganz toll, im Rahmen vom Hochschulsport der Uni Konstanz. Und ich würde sagen, wir legen gleich los zur kleinen Pilates-Einheit. Du hast eine kleine Matte oder eine Matte oder ein Handtuch und bist bereit, kannst es aber auch gerne auf dem Teppichboden machen, wo auch immer. Stell dich in die Mitte der Matte, vielleicht mit Blick zu mir. Komme hier in deinem Raum an. Die Füße sind hüftgelenksbreit aufgestellt, die Zehen sind ganz weich und sanft abgelegt. Und dann richte dich mal lang nach oben auf, wachse innerlich nach oben, lass die Schulterblätter nach hinten unten sinken. Spüre deine Fußsohlen als deine Verbindung zur Matte. Nimm deine Fußgelenke wahr, deine Kniegelenke. Spür dein Becken, deine Hüftgelenke über den Fußgelenken ausgerichtet. Und dann nimm deinen Schultergürtel wahr. Schultergürtel über dem Beckengürtel, die Schulterblätter ganz entspannt, der Nacken entspannt. Nimm deine Atmung wahr, atme tief ein und aus. Konzentriere dich auf dich. Und dann beginnen wir mit einem kleinen Warm-up. Heb abwechselnd die Fersen an, lass die Fußspitzen auf dem Boden und heb die Arme mal auf Schulterhöhe an. Die Handflächen zeigen nach vorne und die Fingerspitzen ziehen sanft nach außen. Spüre die Bewegung in den kleinen Gelenken deiner Füße, deiner Zehen. Und dann mach die Bewegung deiner Fersen weiter. Und führe mal die Arme vorne zusammen, lass den Kopf sinken, wie wenn du dich umarmen wolltest und öffne wieder weit. Die Arme um den Körper schlingen, Kinn sinken lassen und wieder weit. Sehr schön. Dann öffne wieder weit, dann gehen wir in eine weiche Seitbeuge, lass einen Arm sinken, den anderen über den Kopf. Zur Mitte zurück, zur anderen Seite, in die Seiten spüren, Bewegung in den Körper bringen. Langsame Bewegung. Und dann lass sie wieder auf Schulterhöhe und umarme dich nochmal, lass den Nacken lang werden, das Kinn sinken und öffne wieder breit und weit. Ein letztes Mal. Und wieder öffnen und dann lass mal die Fersen sinken. Lass die Arme sinken und roll die Schultern genussvoll vorne nach oben zu den Ohren und wieder nach hinten unten. Spür in deine Schultergelenke. Wunderbar. Und dann lass die Schultern nach hinten unten sinken. Leg dein Kinn auf dein Brustbein. Spür in deinen Nacken. Lass den Nacken immer länger werden, die Schulterblätter gleiten, den Rücken nach hinten unten. Und dann rollst du dich mal ganz langsam nach unten ab in die stehende Vorbeuge, lass die Arme sinken, den Kopf hängen, lass die Schwerkraft auf deinen Oberkörper einwirken. Lass los und es ist ganz egal, wie tief du jetzt hier kommst. Spür mal in die Rückseite deiner Beine. Mit jeder Ausatmung lässt du dich tiefer sinken. Und dann beuge mal die Knie leicht, lass den Oberkörper weiter nach unten sinken. Schick mal deinen Atem in deinen unteren Rücken, spür da mal rein, lass den ganz weit werden. Und dann roll dich ganz langsam wieder auf. Die Schulter nochmal zu den Ohren und lass sie nach hinten unten sinken. Und dann heb mal die Fersen an und lass sie wieder weich sinken. Langsam nach oben kommen und wieder tief. Jetzt wollen wir ein bisschen die Fußmuskulatur aktivieren. Bleib mal mit den Fersen angehoben und jetzt rollst du dich über die Außenkanten nach hinten und über die Innenkanten wieder nach vorne oben. So ein bisschen O-Beine, X-Beine, aber so ein bisschen Fußarbeit mal mit den kleinen Muskelchen in deinen Füßen und dann dreh mal die Richtung um, über die Außenkanten nach vorne und über die Innenkanten nach hinten. Wunderbar.
Und wenn du das nächste Mal die Fersen angehoben hast, dann bleibe mal. Nimm mal die Arme lang nach oben, werde ganz lang. Zieh die Bauchdecke schon ein bisschen nach innen, nimm Kontakt zur Körpermitte auf und beginn mal eine kleine, schnelle Paddelbewegung mit den langen Armen. Schieb die Fingerspitzen Richtung Decke. Wunderbar. Dann lass mal die Fersen langsam sinken. Bleib in der Paddelbewegung, beuge deine Knie und führ die Arme nach vorne. Stell die Paddelbewegung ein. Du bist jetzt hier so in einem guten, wie auf so einem unsichtbaren Stuhl sitzen. Die Fußspitzen sind sichtbar. Nimm die Kniegelenke nach hinten. Dreh mich mal um und schieb mal das Steißbein nach hinten unten. Und dann öffne mal die Arme. Schieb die Schultern tief. Der Nacken ist lang. Der Oberkörper darf gerne so einen Tick nach vorne sich beugen und dann atme mal tief in den Brustkorb ein und mit der Ausatmung zieh mal den Bauchnabel nach innen, schieb deine Schultern weg von den Ohren und führ die langen Arme nach vorne. Einatmen, wieder weit öffnen, das Gesäß bleibt tief. Ausatmen, Bauchnabel zieht nach innen. Wir wollen jetzt langsam unsere Zentrierung, unsere Körpermitte gut zentriert aufbauen. Verbinde Atmung und Bewegung. Finde deinen Rhythmus. Einatmung über die Nase in den Brustkorb, ausatmen über einen leicht geöffneten Mund. Bauchdecke zieht nach innen. Und dann nimm mal noch den Beckenboden in der Ausatmung dazu. Spüre deine Körpermitte. Letzte Wiederholung. Und dann bleibe. Lass den Oberkörper sinken, den Kopf hängen und streck die Beine wieder. Komme ich hier wieder an, lass die Schwerkraft nochmal einwirken. Nacken ist entspannt. Und dann beugen wir nochmal die Knie und legen jetzt nochmal die Arme um die Oberschenkel herum und fassen so an unsere Ellenbogen. Kopf hängt. Jetzt atme mal tief ein. Mit der Ausatmung, Bauch höhlt sich aus und du streckst die Beine. Guck mal, wie weit du gehen kannst. Die Arme bleiben. Einatmen, gebeugt. Und ausatmen, Oberkörper bleibt nach unten ausgerichtet. Einatmen in den Brustkorb, ausatmen, Länge. Wunderbar, letzte Wiederholung. Und dann bleibe gebeugt, löse die Arme, lass sie nach unten sinken. Und mit deiner nächsten Ausatmung rollst du dich wieder Wirbel für Wirbel auf. Richtest dich auf, nimmst die Schultern zu den Ohren. Führst die Arme lang nach vorne und setzt dich nochmal auf einen imaginären Stuhl. Und jetzt nimmst du einen Arm nach hinten, den anderen bleibt nach vorne ausgerichtet. Und dann zieh mal die Fingerspitzen auseinander. Wir machen die Windmühle. Atme ein, aus, atme ein Kraftzentrum aufbauen, Steißbein schiebt nach unten und du machst einen Armwechsel. Einatmen, halten, ausatmen, wechseln. Und schön tief gehen mit dem Gesäß. Schultern bleiben weg von den Ohren. Der Nacken ist lang und entspannt. Bauchdecke zieht nach innen. Spür deine tiefliegenden Rumpfmuskeln. Letzte Wiederholung. Dann führ beide Arme wieder lang nach vorne. Und richte dich auf. Lass die Arme sinken. Roll die Schultern nach hinten unten. Jetzt machen wir wieder eine kleine Gleichgewichtsübung. Zieh mal das rechte Knie nach oben. Umgreife es erstmal. Erstmal gehen wir eine kleine Dehnung. Schieb das Knie Richtung Brustkorb. Lass die Schultern sinken. Richte dich auf. Wunderbar. Dann greif mit der rechten Hand in deinen rechten Oberschenkel und führ den Oberschenkel nach außen. Der andere Arm geht auf Schulterhöhe, richte dich auf. Schieb dich aus dem Standbein wieder einen Tick nach oben. Dann atme ein, mit der Ausatmung führ mal den Unterschenkel nach vorne, so weit, wie es dir möglich ist. Einatmen, sinken lassen, ausatmen, Länge. Die Schultern sind tief, Bauchdecke zieht nach innen, gibt dir eine gute Stabilität. Noch zwei. Sehr gut. Atme lange aus, verlängere dich. Super. Und dann bleibe lang und setz mal das Bein weit zur Seite in eine breite Grätsche. Du stützt leicht ein, atmest ein und aus. Atme, lass das Gesäß nach hinten unten sinken.
Einatmen nach oben, ausatmen, Beckenboden aktivieren, Bauch Decke zieht nach innen, Schultern bleiben tief. Sehr gut. Weiche Bewegung. Langsame, gleichmäßige, vielleicht bin ich dir zu schnell. Finde dein Tempo. Sehr gut. Und beim nächsten Mal bleibe mal tief. Schulterblätter den Rücken nach hinten unten schieben und mit der nächsten Ausatmung mal eine Ferse anheben. Einatmen sinken lassen, ausatmen die andere Seite. Du bleibst ganz stabil. Bauchdecke zieht nach innen. Und wer möchte, kann auch mal beide Fersen gleichzeitig einatmen, langsam sinken lassen. Bisschen schwierig. Sehr gut. Letzte Wiederholung. Und wieder sinken lassen. Bleibe tief. Wir verlagern jetzt Gewicht zu einer Seite und nehmen den Arm lang über den Kopf. Atme hier ein und ausatmen. Machen wir den Wechsel über oben, anderes Knie beugen und den anderen Arm lang über den Kopf. Einatmen über die Mitte. Ausatmen über den Kopf. Spüren deine Seiten. Genieß diese weiche, langsame Bewegung. Wunderbar. Beim nächsten Mal bleibe mal in der Position. Kopf darf gerne hängen. Mit der nächsten Einatmung zieh mal nur den Ellenbogen zurück. Ausatmen, Bauchdecke nach innen und der Arm wieder lang am Ohr vorbei. Einatmen zurück, ausatmen. Spür in deine Seiten oder in deine lange Seite hier. Noch zwei. Sehr gut. Beim zweiten Mal bleibe lang. Schieb nochmal Fingerspitze und Fußaußenkante auseinander. Und dann lass dich über vorne nach unten sinken. Lass den Oberkörper sinken, beide Beine wieder längen, so ein bisschen aushängen. Und mit leicht gebeugten Beinen rollst du dich wieder Wirbel für Wirbel nach oben auf. Wir laufen wieder zusammen mit den Füßen, dass wir wieder ungefähr hüftgelenksbreit aufgestellt sind. Und ziehen das linke Knie nach oben. Richte dich auf, finde wieder deine Mitte, aktiviere die Körpermitte. Bei mir wackelt es auch. Zieh das Knie nach oben und spüre in dein Standbein, in die Fußsohle und schieb dich aus dem Standbein nach oben. Dann greife mit der linken Hand in den Oberschenkel, führe den Oberschenkel nach außen und den anderen Arm auf Schulterhöhe. Finde deine Mitte, fixiere vielleicht einen Punkt vor dir, damit du stabil stehen kannst. Mit der nächsten Ausatmung für einen Unterschenkel nach außen. Einatmen, sinken lassen. Ausatmen, Länge. Wunderbar. Bleibe aufgerichtet und verlängere dich über die Fußspitzen hinaus. Noch zwei. Letzte Wiederholung, dann bleibe lang, setze das Bein wieder weit zur Seite, lass den Arm sinken und jetzt beuge das andere Bein und geh wieder hier in die Seitbeuge. Schieb deine Fingerspitzen weit weg. Einatmen, auch auf der Seite den Ellenbogen zurückziehen. Ausatmen, Bauchdecke geht nach innen, Beckenboden wird aktiviert. Sehr schön. Und genieß das Aufdehnen in deiner Seite. Das letzte Mal bleibe nochmal lang. Und über vorne nach unten abrollen, Arme sinken lassen. Und dann laufe mit den Füßen zusammen wieder, bis sie hüftgelenksbreit aufgestellt sind. Oberkörper nochmal sinken lassen. Gönn dir hier nochmal 2, 3 Atemzüge.
Und dann beuge die Knie leicht und mit der nächsten Ausatmung roll dich über dein kleines Kraftzentrum wieder Wirbel für Wirbel auf, die Schultern zu den Ohren und komm hier wieder im aufrechten Stand an. Wunderbar, ich denke, wir sind ein bisschen aufgewärmt. Du kommst an das vordere Ende deiner Matte und wir kommen in eine sitzende Position. Die Füße sind aufgestellt. Hüftgelenksbreit, sodass Fußgelenk, Knie und Hüftgelenk in einer Linie sind. Und dann greif erstmal in deine Kniekehlen und zieh dich mal lang nach oben. Scheitel Richtung Decke, Schultern fließen nach hinten unten. Spür deine Sitzbeinhöcker auf dem Boden, auf der Matte. Zieh die Bauchdecke sanft nach innen, bleibe lang aufgerichtet und löse die Arme lang nach vorne, schulterbreit. Wir machen unsere kleine Kippbewegung, Mobilisation unterer Rücken. Tief einatmen in den Brustkorb, mit der Ausatmung kipp dein Becken, hüll deinen Bauch aus und versuch nur im unteren Bereich rund zu werden. Einatmen, aufrichten. Ausatmen, Schultern bleiben tief, dein Schultergürtel bleibt auch ungefähr über deinem Beckengürtel, also gar nicht so sehr nach hinten gehen erstmal. Erstmal nur hier diese Mini-Bewegung und jetzt darfst du ein bisschen weiter gehen, ein bisschen weiter nach unten abrollen, einatmen, wieder aufrollen, ausatmen, einen Tick weiter. Sehr schön. Beim nächsten Mal bleibe hier auf der halben Runde nach unten. Bleiben wir hier. Bauchnabel zieht nach innen. Die Schultern sind weg von den Ohren. Und dann dreh mal die Handflächen nach oben. Die Daumen zeigen nach außen. Wollen noch eine kleine Rotation dazu nehmen. Tief einatmen. Mit der Ausatmung führ mal einen Arm über die Seite nach hinten. Gerne den Blick mitnehmen. Einatmen, wieder zurück. Ausatmen zur anderen Seite. Schultern bleiben weg von den Ohren. Du hältst dein Kraftzentrum in der Körpermitte. Super schön. Jede Seite noch einmal. Bleibe langsam fließend in der Bewegung. Aktiviere deinen Beckenboden. Super schön. Und dann komm langsam wieder zurück. Lass die Handflächen zueinander schauen. Komm einatmen, wieder nach oben und zieh mal die Arme lang Richtung Decke. Mit der nächsten Ausatmung wieder Becken kippen, die Arme nach vorne sinken lassen. Wir bleiben hier wieder in der Position. Und jetzt hebt man nacheinander die Beine ab, greifen von unten an die Waden und öffnen zu einem kleinen V. Schick die Schultern tief, finde hier so in dem Balance-Sitz deine Mitte. Atme ein und mit der Ausatmung unterstütze dich an der Wade. Bring ein Bein in die Länge, so weit wie du kannst. Einatmen, wieder sinken lassen, bis der Unterschenkel wieder parallel zum Boden ist. Ausatmen, die andere Seite. Sehr schön. Wenn du lieber deine Hände an Oberschenkel platzieren willst, kannst du das auch machen. Langsam lang atmen. Und dann gerne, wer möchte, kann auch mal beide Beine in die Länge bringen. Einatmen, wieder kontrolliert beugen. Ausatmen, Länge. Super schön. Noch zwei Wiederholungen. Und beim nächsten Mal bleibe mit den Beinen lang. Schließe sie und löse mal die Hände. Mit der Einatmung flexe mal die Füße. Ausatmen, Fußspitzen pointen. Flexen. Pointen. Sehr gut. Pointen. Dann bring die Beine wieder Tabletop. Und mit der nächsten Ausatmung roll dich ganz langsam kontrolliert in die Rückenlage. Leg Kopf und Schultern ab, stell die Beine auf und leg die Arme ab. Komme hier in der Rückenlage an. Deine Fußgelenke, Knie, Hüftgelenke sind wieder in einer Linie. Die Schulterblätter dürfen in die Matte sinken. Jetzt haben wir relativ viel für die geraden Bauchmuskeln gemacht. Sollen wir mal die schrägen noch ein bisschen bemühen. Kleine Lufthöhle unter der Lendenwirbelsäule wahrnehmen. Becken ist hier erstmal neutral. Und dann atme tief ein. Mit der Ausatmung heb Kopf und Schultern an und führe die Arme mal an einer Seite vorbei. Einatmen zur Mitte zurück, Arme zeigen nach vorne, ausatmen zur anderen Seite und du schiebst die Fingerspitzen weg von dir. Einatmen tief,
Ausatmen, über die Seite nach oben kommen. Sehr gut. Bring Atmung und Bewegung zusammen und spüre jetzt die diagonalen Bauchmuskeln. Immer wieder langsam tief und kontrolliert nach oben. Jede Seite noch einmal. Wunderbar, dann komm langsam wieder zurück, leg die Arme wieder ab, komm wieder in der Rückenlage an, nimm 2, 3 tiefe Atemzüge in den Bauch, entspanne die Bauchmuskeln wieder. Und dann wollen wir in die Schulterbrücke aufrollen. Atme tief ein, jetzt kippt das Becken wieder wie vorhin in der sitzenden Position. Schieb den unteren Rücken für einen Moment in die Matte und dann löst sich das Becken und du rollst dich Wirbel für Wirbel auf. Einatmen oben in den Brustkorb, denk wieder an die Bewegung der Rippenbögen, die auseinanderfließen. Ausatmen, Rippenbögen fließen zueinander, Brustbein sinken lassen und wieder tief. Einatmen, neutrale Position, ausatmen, wieder die Rollbewegung. Mach das in deinem Rhythmus, ganz langsam und kontrolliert. Und vielleicht hilft dir das Bild einer Perlenkette, das auf dem Samtkissen liegt und dass du die Kette ganz langsam von dem Samtkissen löst, so. Ganz langsam, so wie deine kleinen Wirbelchen und auch wieder genauso langsam auf das Samtkissen ablegst. Wunderbar, beim nächsten Mal, wenn du tief gehst, dann bleibe tief. Komm wieder in die neutrale Position, aktiviere die Körpermitte und bring die Beine in die Tabletop-Position. Atme tief ein und komm mit der Ausatmung mit Kopf und Schultern nach oben. Die Arme heben so einen Tick vom Boden ab. Halten über die gute Zentrierung und machen große Armbögen. Atme ein und mit der Ausatmung führ die langen Arme über vorne nach hinten unten und einatmend knapp über die Seite wieder zurück. Ausatmen, lang nach hinten unten, einatmen wieder nach vorne. Nur die langen Arme bewegen sich in den Schultergelenken. Wenn es dir zu viel wird, dass Kopf und Schultern angehoben sind, dann legst du ab. Noch 2 große Kreise. Wunderbar. Sehr gut. Und dann langsam Kopf und Schultern ablegen. Wir legen die Arme mal in T-Stellung weg. Lassen nur das linke Bein sinken, bringen das rechte Bein so weit Richtung Decke, wie du hier neutral bleiben kannst. Also die kleine Lufthöhle bleibt eigentlich erhalten. Wenn das nicht gut geht, dann beuge leicht. Die Schultern fließen in die Matte und du beginnst eine Kreisbewegung aus dem Hüftgelenk, ganz klein und langsam. Versuche stabil zu bleiben im Rumpf, im aufgestellten Bein. Versuch dann ein bisschen größer zu werden. Guck mal, wie weit du gehen kannst. Atme weiter. Die Schultern sind entspannt, die Arme, die Hände. Du hältst über die Körpermitte deine Stabilität und kannst dann das Bein hier in der Hüfte kreisen lassen. Und dann wechsel noch die Richtung. Sehr schön. Gerne ein bisschen größer werden. Mal gucken, wo ist deine Grenze? Wo fängt der Oberkörper an mitzuwackeln? Sehr schön. Und dann langsam wieder zur Mitte zurückkommen. Lass das rechte Bein lang, führ die langen Arme nach oben. Und mit der nächsten Ausatmung roll dich mal ganz langsam in die einbeinige Schulterbrücke nach oben. Oben einatmen, ausatmen, wieder ganz langsam tief. Rechtes Bein bleibt lang. Ausatmen, wieder nach oben aufrollen, halten und in der Rollbewegung ausatmend wieder tief. Super schön, wenn du das nächste Mal wieder oben bist, dann bleibe mal. Beuge dein rechtes Knie, umgreife es, ziehst zum Brustkorb heran, das Becken ist immer noch oben. Du atmest tief vorbereitend den Brustkorb ein und ausatmen, genussvoll. Zieh das Knie zum Brustkorb, wieder Wirbel für Wirbel tief. Leg dein linkes Bein lange ab und geh in eine angenehme Dehnung.
spüre, wo gedehnt wird. Hier der Hüftbeuger auf der linken Seite, Oberschenkelrückseite bis ins Gesäß. Und dann bring wieder Energie in die Körpermitte, zieh den Bauchnabel nach innen und heb mal dein linkes Bein schwebend an. Das schwebt ganz knapp über dem Boden. Das rechte Bein bring mal in die Tabletop-Position, Knie wieder über Hüfte, 90-Grad-Winkel und die Fingerspitzen ganz locker an den rechten Oberschenkel. Tief einatmen, mit der Ausatmung übers Kraftzentrum nach oben aufrollen. Einatmen, aufrichten, versuch die Fingerspitzen locker zu halten und ausatmen, wieder Kippbewegung, Bauchdecke zieht nach innen, ganz langsam wieder tief. Einatmen, halten, ausatmen, wieder nach oben kommen, wir bleiben hier mal. Schultern sind tief, mit der nächsten Ausatmung versuch mal ein Bein zu längen. Beugen, Länge. Beugen, wieder so, dass er wieder nur parallel zum Boden ist. Der untere schwebende Bein schiebst du weit weg von dir. Letzte Wiederholung, super schön. Und ausatmen, kipp dein Becken und versuche kontrolliert wieder tief zu kommen. Zieh beide Knie heran und greife sie. Päckchenposition, entspanne dich. Tiefe Atemzüge nehmen, vielleicht magst du dich ein bisschen schaukeln oder kreisende Bewegungen machen, so wie es dir jetzt gut geht. Und dann löse die Hände wieder, leg die Arme in T-Stellung weg, nur das rechte Bein stell mal auf und das linke führ mal wieder Richtung Decke, versuch wieder neutrale Position des Beckens einzunehmen, dass du wieder die kleine Lufthöhle hast. Wenn du nicht gut das Bein längen kannst, dann beuge leicht. Es geht jetzt hier wieder um die Bewegung im Hüftgelenk. Die Schultern fließen entspannt in den Boden und du beginnst erstmal ganz klein. Bauchdecke zieht nach innen, das gibt dir die Stabilität. Kleine Kreise langsam ziehen. Weiter atmen. Wunderbar, dann werde ein bisschen größer, versuche Stabilität in den Rumpf zu bringen. Die Hände bleiben entspannt, die Schultern, die Arme. Du hältst über die tiefliegende Rumpfmuskulatur, die aktivierst du. Sehr schön, und dann die Richtung wechseln. Wunderbar, auch hier vielleicht nochmal größer werden. Gucken, wo fängt es an zu schlingern, wo kann ich die Stabilität nicht mehr halten und dann langsam zur Mitte zurückkommen. Arme führst du Richtung Decke, machen wir auch auf der Seite noch die einbeinige Schulterbrücke, tief einatmen, ausatmen, wie wenn dich jemand an den Fußspitzen nach oben zieht, schieb dich nach oben, einatmen, halten, ausatmen, genauso kontrolliert, wie wenn du mit auf beiden Beinen stehst, erst das Brustbein sinken lassen und wieder tief einatmen, neutrale Position, ausatmen, nach oben, sehr schön. Letzte Wiederholung, dann bleibe oben. Beuge dein linkes Knie, umgreife es, zieh es wieder sanft zum Brustkorb heran. Becken ist auch auf der Seite noch oben. Atme tief ein und ausatmen, genussvoll. Tief kommen, jetzt das rechte Bein lang ablegen, in die Dehnung gehen, in den Bauch atmen, Bauchmuskeln haben Pause. Und dann bring wieder Energie in deine Körpermitte, aktiviere Beckenboden, Bauchdecke zieht nach innen und heb dein rechtes Bein schwebend an. Wem das zu stressig ist, kann das natürlich auch auf dem Boden ablegen. Linkes Bein Tabletop, die Fingerspitzen wieder locker an die Rückseite der Oberschenkel. Tief einatmen, ausatmen, heb Kopf und Schultern an und roll dich auch auf der Seite mit Leichtigkeit in den Balancesitz. Einatmen, aufrichten, Schultern sind tief, ausatmen. Becken kippt, du hüllst deinen Bauch aus und kommst wieder ganz langsam tief. Fingerspitzen sind locker, ausatmen, wieder nach oben aufrollen. Sehr schön, noch eine Wiederholung, komm nochmal tief. Und nochmal ausatmen, nach oben und dann bleibe hier. Stabilisiere dich hier wieder gut, deiner starken Körpermitte
Und mit der Ausatmung bring Länge in dein Bein. Einatmen, beugen. Ausatmen, Länge. Schultern bleiben tief. Vielleicht kannst du auch die Hände lösen. Und die letzte Wiederholung. Dann bleibe wieder gebeugt. Atme ein und ausatmen. Wieder langsam tief. Beide Knie heranziehen. Wieder Päckchenposition. Entspannen. Alle Anstrengungen wieder aus dem Körper fließen lassen. Und dann roll dich locker über die Seite wieder nach oben. Komm in die Hocke, in deine Hocke, falte dich klein zusammen. Lass den Kopf hängen, stell die Fingerspitzen hier vor den Fußspitzen ab und spüre in deinen Nacken, lass den ganz lang werden. Die Schulterblätter mal sanft den Rücken nach hinten unten schieben, um die Muskulatur noch mehr zu entspannen. Dann bleibe mit dem Kopf so schwer, mit dem Nacken so lang und strecke nur deine Beine, komm in die stehende Vorbeuge. Vielleicht bleiben die Fingerspitzen am Boden, lass dir hier nochmal Zeit. Mit jeder Ausatmung den Oberkörper nochmal sinken lassen, die Dehnung zulassen in der Rückseite deiner Beine. Und dann beuge die Knie leicht und roll dich wieder ganz langsam Wirbel für Wirbel auf. Die Schultern zu den Ohren, lass sie genussvoll nach hinten unten sinken. Vielleicht magst du die Augen nochmal schließen, um nochmal den Blick nach innen zu nehmen. Wie geht's mir nach der kleinen Einheit Pilates? Lass die Bauchdecke sich wieder mitbewegen, Bauchmuskeln sind entspannt. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, dass du mitgemacht hast. Super mit dem Hochschulsport der Uni Konstanz. Stay active, immer aktiv bleiben und ich freue mich, wenn du wieder reinklickst. Vielen Dank. Bis bald.